Hallo und herzlich willkommen zum Streamplan für die kommende Woche, bei dem sich einiges getan hat. Zum ersten hat Freitag der 13. jetzt einen festen Platz im Programm bekommen. Außerdem wird die Woche Ark Minecraft ersetzen und wir starten in die Dino Survival Welt. Am Montag haben wir Star Stable Ark und natürlich auch noch Freitag der 13. Sehr wahrscheinlich wird sich Ark eher in den Abend einreihen und daher sehen wir Freitag der 13. vermutlich am Nachmittag. Genauso weiter geht es am Dienstag, wo wir da dann auch noch Kingdom Hearts mit drin haben. Am Mittwoch haben wir dann wieder eine Runde Fernbus-Simulator. Am Donnerstag ist ja nun leider Styx erstmal auf Eis gelegt, da ein Game-Breaking-Bug momentan verhindert, dass wir weiterspielen. Aber sehr wahrscheinlich werden die Juju und ich uns in ein paar andere Spiele reinschauen, wo wir so ein bisschen zusammen mal testen, was die Spiele so drauf haben. Am Freitag ist der Plan noch alles andere als in Stein gemeißelt, denn da kommt Final Fantasy XIV Stormblood heraus und wir werden bestimmt ein bisschen da auch hineinschauen, deswegen kann es sein, dass der ein oder andere Stream sich dort etwas verschieben wird. Am Samstag haben wir noch zusätzlich das Weekly und eine Runde Prey am Abend und am Sonntag kommt dann noch Perception und natürlich der SSO-Livestream am Abend dazu. Das war's dann auch schon mit dem Plan. Natürlich werden der eine oder andere Stream noch dazukommen, wie zum Beispiel am Freitag und am Sonntag werde ich versuchen, auch noch Freitag der 13. mit unterzubringen. Und dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß bei der kommenden Woche und den Streams bei uns.